Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht auf meinem Tisch die neue RX 6900 XT und zwar in der Asus Strix Edition. Ich persönlich habe die Karte bisher noch nirgends gesehen, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Aktuell Freitagabend, Sonntag soll dieses Video online kommen, so schnell wie möglich, damit ihr auch was von dieser Karte so schnell wie möglich zu sehen bekommt. Ich bin sehr gespannt, was diese Karte kann, gerade so kühltechnisch und takttechnisch. Ich glaube, so den typischen Review-Kram können wir weglassen von einer Grafikkarte, weil die 6900 XT ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Ihr wisst alle, wie die Performance von diesem Teil aussieht, aber ich denke, es wird sehr, sehr interessant sein, wie Lautstärke, Kühlperformance und vor allem die Taktraten bei dieser Karte sein werden und vielleicht auch, was so Power-Target-mäßig drin ist oder auch von den Spannungen, was man so alles machen kann. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Das heutige Video wird unterstützt von unserem Langzeitpartner iFixit und dem Manta Driver Kit. Ihr habt dieses Werkzeug schon sehr häufig in meinen Videos gesehen, sei es jetzt beim PC-Bau oder zum Beispiel beim Umrüsten einer Grafikkarte auf Wasserkühlung. Zwei verschiedene Bithalter aus hochwertigem Aluminium erlauben angenehmes Schrauben und sind die Basis für insgesamt 112 verschiedene Bits. Vom einfachen Kreuzschlitz über Pentalope bis zu Toyx Security. Mit dem Manta Driver Kit habt ihr das umfangreichste Werkzeug Kit von iFixit und könnt euch sicher sein, dass ihr alle anstehenden Reparaturen, PC-Builds oder Umbauten meistern könnt. Ich kann es euch wirklich empfehlen und mehr findet ihr über den Link in der Beschreibung. Bevor wir jetzt aber so richtig anfangen, muss ich sagen, da gibt es noch so ein kleines Thema, das wir, ich glaube, dringend mal besprechen sollten und der Auslöser davon, ihr seht, Folie auf der Slotblende. Wir haben überall Folie drauf. Ich habe die hier größtenteils schon abgezogen, also von diesen Bereichen hier, von hier, vom Lüfter, wie man das so kennt, hinten auf der Backplate. Ja, da seht ihr, ist auch noch eine Folie drauf, die wir gleich abziehen müssen. Ich will das Thema jetzt gar nicht so krass breit treten, weil eigentlich wollte ich da mal ein komplettes Video drüber machen. Aus meiner Sicht, dieser Trend, überall diese Folien drauf zu haben, das sollte wirklich dringend mal aufhören, weil überall sind Folien drauf, gerade auf Teilen, die einfach überhaupt keinen Sinn machen. Warum zum Teufel hat man auf einer Slotblende ein Stück Folie drauf? Ich meine, was soll denn passieren? Hat man Angst, dass man die Slotblende hier zerkratzt? Ich meine, das ist Edelstahl. Wenn man das schafft, die Slotblende beim Einbau zu zerkratzen, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen über seine Technik, die man hat beim Einbauen. Ich kann das ja verstehen, wenn das Bereiche sind, die extrem spiegelnde Oberflächen haben, verchromte Kunststoffe oder sowas, die sind extrem kratzeranfällig. Da kann ich da ja noch mitgehen. Aber bei so Sachen wie Metall-Backplate, hier vorne Edelstahlblenden und der ganze Kunststoffkram, der hier drauf ist, da kann eigentlich nichts passieren. Und das ist meiner Meinung nach ein Trend, der nervt mittlerweile richtig krass, weil das ist überall drauf. Und wenn man überlegt, bei wie vielen Produkten diese Folien drauf sind, wenn man einen PC baut und das alles mal sammelt, ist es einfach eine unfassbare Verschwendung von Ressourcen und, sag ich mal, Umweltbelastung. Das sollte, ja, vielleicht denken die Hersteller mal ein bisschen drüber nach, bevor man das da riesengroß aufzieht und mal ein Video drüber macht und das von diversen Herstellern mal analysiert, aber dieser Folienkram, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich kenne das noch von, ja, seit vielen Jahren macht man das ja immer, dass man das immer so toll findet, wenn man das abzieht, ja, alles schön und gut, aber das, ja, ist ein bisschen aus dem Ruder geraten, muss ich sagen. Ansonsten muss man so schon sagen, es ist eine wunderschöne Karte, ist zwar sehr viel aus Kunststoff, macht aber trotzdem einiges her, muss ich sagen, sieht sehr, sehr, sehr hochwertig aus. Und ich würde sagen, wir bauen die auch direkt mal ein und schauen uns an, wie das Ding so läuft. Also wie ihr sehen könnt, die Karte läuft, ist soweit alles aufgebaut. Chic hat sich auch schon zu uns gesellt, hat sich erstmal gedacht, oh, ich glaube, ich lege mich auf die Maus, perfekt. Muss nämlich noch Treiber installieren gerade. Was mir gerade allerdings aufgefallen ist, das ganze Setup ist ja gerade wirklich, wirklich leise. Also sowohl 240er Radiator ist ultra leise, so im Idle-Zustand. Und der Lüfter hier, der Hybridlüfter, der wahrscheinlich die Spannungswand kühlt, das schauen wir uns ja gleich alles noch unten drunter an, der läuft ja meistens auch gar nicht, deswegen ist es ultra leise. Aber man hört die Pumpe so ein bisschen klackern oder rasseln. Ich weiß nicht, ob ihr das so hören könnt. Ich halte jetzt einfach mal mein Mikrofon in die Richtung. Ja, und ich muss sagen, das ist schon so ein kleines bisschen störend, muss ich sagen. Also so im offenen Aufbau zumindest würde mich das schon stören. Ist fraglich, ob sich das noch ändert. Also ich werde dann nachher, wenn wir das auseinanderbauen, mal das so ein bisschen bewegen. Vielleicht ist da noch Luft irgendwo in der Pumpe drin, vielleicht erledigt sich das auch wieder. Werden wir sehen. Falls ja, halte ich euch auf dem Laufenden, aber das ist so mein erster Eindruck zu dieser Karte. Gerade kurz den ersten Test gemacht, und zwar Timespy Extreme GT1. Da haben wir 62,8 FPS, wie ihr hier sehen könnt,
Und ja, das ist so ziemlich genau das gleiche Ergebnis, was ich hier mit meiner 3090 schon hatte. Ich teste jetzt gerade noch ein bisschen den Standardeinstellungen. Also es läuft jetzt gerade schon so um die 20 bis 30 Minuten, einfach nur um zu checken, wo pendeln sich Temperaturen, Taktraten ein. Übrigens relativ interessant, ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich bei diesem System, also es ist ein eigentlich relativ frisches Betriebssystem, wenn ich da hochfahre, dann schmiert mir immer am Anfang direkt RGB ab. Keine Ahnung, ob da wieder eine andere Software irgendwie ein Problem darstellt, aber ja, keine Ahnung. Habe ich bisher nicht hinbekommen, dass das RGB wieder läuft. Schauen wir uns jetzt aber mal kurz so ein bisschen die Temperaturen und Taktraten an. Wie ihr sehen könnt, Taktraten liegen bei dieser Karte immer so um die 2400 MHz. Also das sehen wir hier oben, immer so um die 2400. Temperaturtechnisch, GPU-Temperatur 55 Grad quasi konstant, sehr, sehr gut. Auch GPU-Hotspot sehr, sehr gut, 67 Grad Celsius, also das kann sich wirklich absolut sehen lassen. Der Lüfter ist mittlerweile hörbar mit 1700 Umdrehungen auf dem Radiator. Da könnte man wahrscheinlich auch das Silent-Profil nehmen und dann noch ein bisschen was lautstärketechnisch einsparen. Aber temperaturtechnisch sind wir so schon mal sehr, sehr gut unterwegs und ich bin gespannt, was wir gleich mit Overclocking rausholen können. Bei den 6800, 6900 Karten würde ich persönlich erstmal, bevor ich groß ans Overclocking gehe, weil Overclocking ist ja meistens so, wir ziehen Power Target hoch, wahrscheinlich auch die Spannung, versuchen dadurch mehr Takt zu erreichen und wenn wir das im Verhältnis betrachten versus Stock, ist es ja natürlich so, dass wir zwar mehr Leistung generieren, aber dadurch auch eine deutlich höhere Lautstärke generieren, eine deutlich höhere Leistungsaufnahme, die nicht so krass im Verhältnis steht mit der Zusatzleistung. Das müsst ihr in meinem Hinterkopf behalten. Deswegen kann es auch immer eine interessante Option sein, einfach ein bisschen Undervolting zu betreiben, weil dadurch senken wir ja durch Senken der Spannung nicht nur die Temperatur und auch die Leistungsaufnahme, sondern wir haben vielleicht auch einen stabileren Takt. Schauen wir uns das mal an. Ja, das sehen wir jetzt hier erstmal bei der Leistungsaufnahme. Also hier bei diesem Punkt, da habe ich das Power Target erhöht von 290 Watt circa auf 330 Watt, das sieht man dann hier, da ist es ordentlich hochgegangen und gleichzeitig habe ich kurz danach die Spannung runtergesetzt, die war hier bei 1,175 Volt und die läuft jetzt nach dem Undervolting bei 1,037, also ja, ordentliches Undervolting auf jeden Fall, über 100 Millivolt. Da sieht man dann auch, die Leistungsaufnahme sinkt deutlich ab um 70 bis 80 Watt. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Dadurch sinkt natürlich nicht nur die Temperatur, wie wir es hier oben sehen können, sondern die Taktraten bleiben auch relativ konstant. Jetzt verglichen mit vorher, da hat man größere Schwankungen drin, die ihr hier links sehen könnt, da oben. Und jetzt nach dem Undervolting und dem höheren Power Target haben wir letztendlich eine geringere Leistungsaufnahme als Stock um, ja, sag ich mal, 20, 30 Watt und haben aber eine durchgehend konstante Taktrate. Und da würde ich sagen, checken wir jetzt mal mit diesem Setting, wie sich das auf die Leistung auswirkt versus Stock. Und da seht ihr jetzt das Ergebnis, 63,7 FPS, also circa 1 FPS mehr als vorher, damit ziemlich genau auch die Performance von unserer 6800 XT, die wir auf 2700 MHz übertaktet haben. Hier seht ihr nochmal mein GPU-Tweak-Setting, falls ihr das Ganze quasi selber auch nachmachen wollt. Da seht ihr minus 100 mV hier undervolted. Dann Fanspeed habe ich gefixt auf 72%, dass es nicht höher geht. Und dann hier plus 15 nochmal beim Power Target und dann habt ihr schon mal mehr Leistung als Stock. Die GPU bleibt kälter und habt weniger Leistungsaufnahme als Stock. Also das kann sich für Daily auf jeden Fall lohnen. Mit manuellem Overclocking ist es ganz witzig. Also GPU-Tweak hat irgendwie gar keinen Bock drauf, dass ich es undervolte, während wir manuelles Overclocking machen. Das sehen wir jetzt auch hier. Also ich habe jetzt hier gerade plus, sagen wir mal, plus 250 Megahertz eingestellt, Taktrate und ihr seht hier rechts unten Voltage 1,175 und wenn ich jetzt hier die GPU-Voltage versuche zu undervolten, dann seht ihr, passiert im Prinzip gar nichts. Also schwankt zwar hier ein bisschen, aber es waren definitiv gerade keine 100 Millivolt, die es runtergegangen ist. Können wir auf die Spitze treiben, ihr seht es. Ja, also scheint so, dass man hier so ein bisschen beschränkt ist in dem, was man machen kann, wenn man gleichzeitig übertaktet und dann anderen wollten möchte. Das mag es nicht so ganz. Nichtsdestotrotz komme ich mit der Karte so ziemlich genau an die 2650 bis 2700 MHz. Die sieht man manchmal ganz kurz. Kommt man daran, schauen, ob ich hier einen Punkt finde, wo man die sieht. Da war es gerade irgendwo hier. Da 2700 MHz. Also
lässt sich schon ordentlich takten, die Karte. Ist natürlich eine 6900 XT, keine 6800 XT. Dementsprechend braucht die auch ein bisschen mehr Saft. Das ist ganz klar. Wir sind immer noch Powerlimit technisch beschränkt bei 330 Watt. Könnten wahrscheinlich mehr rausholen, stabileren Takt, wenn wir das Ganze hier safe undervolten könnten. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was hier das Problem ist, warum das nicht so gut funktioniert. Ich werde das Ganze auf jeden Fall an Asus weitergeben. Vielleicht können die das noch fixen, weil wenn man undervolten könnte und gleichzeitig vernünftig übertakten, dann kann man hier wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Leistung rausholen. Schauen wir aber mal, was das Ganze im Times by Extreme bedeutet. Das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. 65,8 FPS, also nochmal 2 FPS mehr versus dem Undervolting. Jo, das ist ein gutes Ergebnis. Bevor wir die Grafikkarte jetzt gleich noch kurz demontieren und uns anschauen, wie der Kühler aussieht, nochmal so ein paar optische Eindrücke von dem Ding. Starten wir mal kurz mit dem Radiator. Hier haben wir ja 220 mm Lüfter drauf, die auch RGB beleuchtet sind. RGB-Beleuchtung nicht ganz so krass stark bei diesen Lüftern, muss ich sagen. Vom Durchsatz her absolut gut gemachte Lüfter, das muss man sagen. Also da bin ich absolut zufrieden. Werden natürlich gut laut, wenn man das Ding auf 100% aufdreht, aber das ist auch okay, weil im Normalbetrieb erreicht man diese Geschwindigkeiten bzw. Temperaturen bei der GPU nicht, dass das irgendwie relevant wäre. Ansonsten schön komplett schwarz gehaltener Radiator, also kann man sich wunderbar einfach ins System einbauen. Die ganzen Kabel, die hier übrigens dran sind, die kommen so vorinstalliert, da muss man auch nichts machen, man muss die auch nicht extern oder irgendwo anders noch anschließen, sondern das geht alles direkt zur Grafikkarte und wird dann komplett über die Grafikkarte in der Theorie gesteuert. Die Optik der Karte ist sonst schon was Feines, das muss man echt sagen. Also die RGB-Beleuchtung hier bei dem Ding gefällt mir außerordentlich gut, muss ich sagen. So wie dieses ROG-Logo da eingearbeitet ist und auch das ROG-Logo hinten auf dem Lüfter mit dem ganzen Strix-Design oben drauf. Das sieht echt schon mega gut aus. Und dazu muss man dann aber auch sagen, dass sich diese Karte vor allem lohnen wird, wenn man sie vertikal einbaut. Im normalen Einbau, muss ich sagen, ist es schon fast eine Verschwendung, weil man dann nichts von dieser Beleuchtung sehen wird. Auch auf der Rückseite haben wir ansonsten wieder dieses relativ cool gemachte Strix-Design hier, also gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie ihr hier auch sehen könnt, wir haben 3 8-Pin-Anschlüsse. Die sind natürlich auch ein bisschen Marketing, das muss man bei so Themen immer sagen. Die Karte zieht ja auch maximal 330 Watt, wenn wir sie komplett freischalten im Power-Target mit GPU-Tweak und dementsprechend 330 Watt geht eigentlich auch problemlos mit 2 8-Pin-Anschlüssen, das muss man sagen. Ansonsten hier noch der BIOS-Switch für Performance und Quiet-Mode. Wir haben jetzt alles in Performance-Mode getestet, Quiet-Mode rein theoretisch dann geringere Lüftergeschwindigkeit und damit auch ein bisschen niedrigere Taktraten. Hier hinten sehen wir eine Riesenanzahl von MLCCs. Das finde ich eigentlich mal ganz krass. Müsste man mal zählen. Schätzungen würde ich mal abgeben, so um die 60 Stück. Das dauert natürlich ordentlich mit der Pick-and-Place-Maschine und hier noch ein schön scheinendes ROG-Logo. Wie ihr sehen könnt, wird die Backplate aktiv genutzt zur Kühlung, also ist natürlich logischerweise trotzdem ein Passivkühler, aber ist eine Metall-Backplate. Wir haben hier Wärmeleitpads drauf, die hatten wir auch schon vor kurzem schon mal auf einer anderen Grafikkarte, das ist immer ein bisschen ärgerlich, die sind so sehr zäh, sage ich mal, und die zerreißen immer, wenn man die demontiert. Hier seht ihr noch die Reste auf der Rückseite. Normalerweise, wenn man sich die Karte kauft und die wahrscheinlich nie öffnet, dann ist es nicht wirklich relevant für uns Reviewer. Natürlich immer so ein bisschen ärgerlich, weil wenn man die wieder montiert, nachdem man die Backplate mal abhatte, dann wird die Leistung nie wieder so gut wie vorher, weil man die Wärmeleitpads natürlich ein bisschen zerruppt hat. Aber ist auf jeden Fall gut zu sehen. Was die Platine selbst betrifft, gibt es eigentlich keine Überraschungen, vor allem nicht versus der 6800 XT Strix, sage ich mal. Wir haben das gleiche Grunddesign, wir haben 17 Phasen Spannungsversorgung. Die oberen zwei Phasen hier sind für die Speicher, die außen oben sitzen, die 16 GB. Und die restlichen 15 Phasen, die sind dann für die GPU-Spannungsversorgung, also genauso wie bei der 6800 XT. Okay. Ist natürlich auch absolut ausreichend, wenn wir bedenken, dass Powerlimit ja sowieso auf 330 Watt gekappt ist. Mehr können wir eh nicht einstellen und dafür sind diese Komponenten mehr als ausreichend, das ist sowieso schon Overkill. Hinten haben wir dann eben versus 6800 XT dann noch einen zusätzlichen 8-Pin-Anschluss und wir haben hier hinten 2 zusätzliche Lüfteranschlüsse, wie wir das von den Strix und auch Matrix-Karten meistens kennen, wo wir dann 2 Lüfter anschließen können. Die könnt ihr dann runterpacken zum Beispiel und dann zum Beispiel an die GPU direkt temperaturtechnisch koppeln. Das Besondere ist und bleibt bei der Strix natürlich der Kühler. Wir haben hier ja einen Hybridkühler, das wisst ihr ja. Und
Die GPU und der Speicher wird über die AIO hier gekühlt. Also hier sind normalerweise zwei Schrauben. Wenn man die abmacht, dann kann man den ganzen Block hier rausnehmen. Da seht ihr eine typische AIO. Die hat eben eine relativ große Cold Plate, wo dann eben nicht nur die GPU gekühlt wird, sondern auch Speicher außenrum aus Kupfer und geht dann entsprechend eben zu unserem Radiator. Alles andere auf der Grafikkarte, das heißt sowohl die Spannungswandler für vorne als auch die Spannungswandler hinten, also das, was wir hier und hier haben, wird dann komplett von diesem anderen Kühler mit eben dem Radiallüfter hier hinten gekühlt. Also kühltechnisch, temperaturtechnisch kann man bei dieser Karte auf jeden Fall nichts falsch machen, auf gar keinen Fall. Das wird sehr, sehr gut sein. Wir haben auch die Temperaturen gesehen. Temperaturen waren immer ultra gut in allen Bereichen, sowohl Overclocking als auch Stock. Und zeigt sich natürlich an diesem relativ aufwendigen Kühldesign. Also die 6900 XT Strix auf jeden Fall eine sehr solide Karte, war nicht anders zu erwarten. Wir kennen ja ein Platinendesign von der 6800 XT Strix schon, da schon sehr, sehr gut. 6900 XT quasi kein Unterschied. Auch wieder mit diesem Hybridkühler, der eben sehr, sehr gute Dienste leistet und natürlich bietet auch den Vorteil, dass wir den Radiator in jeder erdenklichen Position im Gehäuse montieren können. Die Schläuche sind glücklicherweise auch sehr, sehr lang. Das heißt, ihr könnt es wahrscheinlich sogar oben am Gehäuse, vorne im Gehäuse montieren, je nachdem, wie das gerade passend ist in eurem System, falls man natürlich an so eine Karte kommt. Das muss man ganz klar sagen. Verfügbarkeit, ich habe keine Ahnung. Preis, habe ich leider auch keine Ahnung. Ansonsten ist eine sehr, sehr gute Karte, was ich von meinem Testing aus sagen kann. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war das Klackern der Pumpe. Hat sich so, ich sag mal, auch nicht beheben lassen. Also es war immer noch so ein bisschen da. Ist aber auch Meckern auf hohem Niveau. Ich bin mir relativ sicher, in einem geschlossenen Gehäuse würde man das nicht hören. Ich weiß auch gar nicht, ob man es auf der Aufnahme bei euch überhaupt gehört hat. Ansonsten sehr gute Karte. Was das Overclocking generell betrifft, bei sowohl 6800 als auch 6900 Serie Karte, da habe ich jetzt ja nicht mehr viel weitergemacht, weil ich immer noch dran bin, dass wir dieses dämliche Taktlimit aufgehoben bekommen, was eben bei der 6900 XT 3000 MHz sind und bei der 6800 XT diese 2800 MHz. Es scheint, als gäbe es endlich jemanden bei AMD, der auch Bock hätte, dass wir da was machen können, und der ist jetzt gerade dran, das hintenrum so ein bisschen zu managen. Wenn das klappt in den nächsten Wochen, dann kriegen wir hoffentlich endlich mal ein freigeschaltetes BIOS. Dann können wir auch ein bisschen mehr machen, damit Physik, Schickstoff oder was auch immer wir finden können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Was? Schick? Möchten Sie etwas beitragen? Wow? Ich glaube, die Katze möchte spielen. Warum liegt da nicht so viel Kram auf dem Boden, den du runtergeworfen hast?